mal schauen, was hier Willkommen noch so ist. Bei Trident. Sehr gerne. Hallo, grüß dich. Ich bin also, ich hab den Weg hierher gefunden. Geil, Mann. Normalerweise muss man hier lang gehen, ein bisschen gucken. Hallo, Andreja. Sind wir noch erwischt, dann muss man da hin. Oh, gibt's eine Menge. Uiuiuiui, was ist denn hier alles? Okay. Hier geschieht die Magie. Ja, gut, 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 gut. Das ist ein Named NPC. Mal gucken, was der so hat. 978. Oh, okay. Schauen wir das schaffen hier. Hatte geklappt. Und jetzt können wir mit ihm reden, weil wir Freunde sind. Weil wir sein Geld in unserer Tasche haben. Get down on it. Get down on it. Und wen haben wir hier? Möchte jemand sehen, wo die Raumfahrt perfektioniert wird? Ja, dann geht's Willkommen woanders bei hin. Trident Luxury Lines. Hi. Den Erbauern der besten und elegantesten Schiffe in den besiedelten okay, Systemen. Okay, ich verstehe. Ja, ich bitte? Beneide dich. Zum ersten Mal hier reinzukommen Aha. ist fast schon ein religiöses Erlebnis. Ja, ja, ist schon das total ich religiös. Wünschte, ich könnte Halbe das noch Kirche. Einmal erleben. Halbe Bibel, ganzer Huren. Also, ja, ja, ja. Nur ein Labor wie jedes andere. So besonders finde ich das jetzt nicht. Nur ein Labor? Ja. Nur ein Labor? Wiederhol dich. So spricht jemand, der unsere umwerfenden Luxuskreuzfahrten noch nie erlebt hat. Mhm. Aber das kann Alle ich dir ausgebucht. Wohl nicht übel nehmen. Wir sind auf die Elite fokussiert. Aber ich schweife ab. Kann ich etwas für dich tun? Darf ich mich hier unten aufhalten? Sind eure Produkte wirklich das wert, was sie kosten? Bei Trident geht es um Status, nicht um Kosten. Ja, aber es geht darum, ein Statement zu setzen und sich verwöhnen immer gut. zu lassen. Wenn du erst fragen musst, ist das nichts für dich. Sondern? Was machst du eigentlich hier? Erzähl ich habe doch die mal. Ehre, Leiter für Marketing und Werbung bei Trident zu sein. Okay. Eine Aufgabe, die ich sehr ernst nehme. Den ich Massen verstehe. Von der Opulenz unserer Kreuzfahrten oder der Exzellenz unserer Modelle zu berichten. Das ist ein, wahres Privileg. Nichts könnte mich zufriedener machen als das. Auf that. Du scheinst deine Arbeit wirklich zu lieben. Aber sicher doch. Es ist eine große Ehre für Trident, in dieser Funktion zu arbeiten. Okay. Aber es geht nicht nur um Werbung und Produkte. Ich verkaufe auch Hoffnung. Etwas, wonach man streben kann. Eine unserer Kreuzfahrten okay. zu genießen ja, oder ein Trident-Schiff zu besitzen, ist für viele ein Traum. Ich finde Schmutz. Daher ist meine Botschaft an die Kunden, wenn ihr hart genug arbeitet und alles gebt, könnte sich euer Traum erfüllen. Ich verstehe, alles klar. Willkommen zurück, Marek. Ich spreche jetzt auch mit dir so von der Seite, so wie er. Das ganze Marketing, das Marketinggerede geht mir in ein Ohr rein, das andere Ohr wieder raus. Das klingt sehr edel. Das ist ein schöner Gedanke, aber so funktioniert das Leben nicht. Dann solltest du vielleicht größere Träume haben. Darf ich mich hier unten aufhalten? Es ist zwar ungewöhnlich, dass jemand hier einfach so reinspaziert, aber es passiert durchaus ab und zu. Und das heißt dann, der Name übersetzt Trident hier, Marek? Lockt Besucher an. Die Leute wollen sehen, wo die Magie geschieht. Besonders die berühmte Gladys Coffin. Ich bin wieder da und ich habe oder ich habe was gegessen. Solange du dich benimmst, dürfte dein Besuch kein Problem sein. Wisst du, ich bin wieder da. Habe ich richtig geraten? Aber sicher, ich verkaufe auch Hoffnung. Daher ist meine Bo. Das klingt sehr edel. Ah, es ist eine Freude, mit jemandem zu reden, der eine Vision hat. Aber sicher doch. Ich verkaufe auch. Daher ist meine Bo. Das will ich auch hören. Das ganze Marketinggerede geht ein Ohr raus, rein, ein. Dann gehörst du vielleicht einfach nicht zur Zielgruppe. Siehste? Okay. Zurück an die Arbeit. Keine heimliche Quest bekommen von ihm. Wir haben aber ein Geld bekommen, weil wir einfach ihn beklaut haben. Den Philippe Corbin. Angestellte. Deadlines, wo ist noch ein Name? Mob. Oh, schau mal, was Schönes. Was Schönes gezeichnet. Stress Management can help. Ja, von hinten würgen.
Wenn man gestresst ist, dann wirkt eines Management noch mehr. Mhm, verstehe ich schon. Sehr witziger Humor. Haha. Haha. Ich habe an dem neuen Slogan gearbeitet. Hey. Ich glaube, hey, jetzt habe ich ihn endlich. Sei versichert, dass jeder Zentimeter eines Trident Luxury Ships von mir hat und auch, meinem Personal hat auch, inspiziert wurde. Geld. Ich versuche zu klauen. Langfinger, mein Name. Gex Langfinger. Sei nicht dumm, halt sofort! Oh mein Gott, hat nicht geklappt bei ihr. Nochmal. Get down on it. Get down on it. Sei versichert, dass jeder Zentimeter eines Trident Luxury Ships von mir und meinem Personal inspiziert. Freeze that security! Nicht geklappt. Freeze that security over. Servus. Get down on it. Sei versichert, dass jeder Zentimeter eines Trident Luxury Ships von mir und meinem Personal inspiziert wurde. Hoffentlich ist es das Risiko wert. Ja, Alter. Junge, du steckst gewaltig in Schwierigkeiten. Ich steck nicht in Schwierigkeiten, ich steck im Ladescreen. Jeder Zentimeter. Du bist damit davongekommen? Ja, natürlich, hat easy geklappt. Halt! Im Namen des Freestar Collective, ergib dich! Achso, jetzt doch nicht? Du bist nah genug dran. Nah genug dran? Nah genug? Mich kriegst du nicht lebend. Ui, jetzt wird's spaßig. Ich helfe dir dabei nicht. Du bist tot. Da musst du mir schon mehr bieten. Klar, dass ich dich finde. Freestar! Ganze Scheißstation hier auseinandernehmen. Ich werde das nicht tun. Hä, was ist denn? Okay, wir haben auch Geister hier vor Ort. Oh Gott, mein Kopf! Du kannst nicht gewinnen, gib auf! Ich helfe dir dabei nicht. Ja, wir, Andrea ist wütend auf mich. Medipack. Ich brauche ein Medipack. Ach, das ist mein eigener Roboter, der hilft mir ja, habe ich schon vergessen. Die Überreste des Feindes nach Wert. Wie kannst du nur? Ja, ja, ich alles gut. Es wäre klug, die Überreste des Feindes zu durchsuchen, der Roboter, der ist schlau. Sei sicher, dass jeder Zentimeter eines Trident Luxury Ships. Es hat niemand bemerkt. Das hat wieder nicht gut geklappt, gemacht. Digga. Und die andere sagt, es hat niemand bemerkt. Sei versichert, dass jeder Zentimeter. Ab und zu muss man mal welche erschießen. Marek, Gewalt ist manchmal doch eine Lösung. Wann oder ob das wohl bemerkt wird? Hab's geschafft. Sei doch stolz auf deine Arbeit. Erst mit der reden, schau mal. Das ist eine nette, oder? Gladys Coffin, was ist mit ihr? Was machst du hier bitte? Philippa hat niemanden für mich angekündigt. Aber ich bin jetzt trotzdem da. Das ist das Herz von Trident. Hier darf niemand einfach rumlaufen. Aber ich bin's, Omi. Ich wollte keinen Ärger verursachen. Ich bin einfach reinspaziert, es war offen. Sieht eher nach einem Labor als nach einem Herzen aus. Oh, und erzählt es auch Witze? Ja. Naja, wenn du schon mal da bist, viel Spaß im Angesicht von Größe. Hier erschaffen wir die nächste Generation der Trident-Schiffe. Ja, das mache ich immer so als Begrüßung. Ich habe vorhin den Skill gelernt und seitdem erstmal so bisschen klauen, bisschen kennenlernen, so, also über die Brieftasche, das Geld und dann rede ich mit den Leuten. Ich mache nichts mehr unentgeltlich. So ein Ding ist das. Ich hoffe, du hast ein besseres Händchen für Schiffe als für Gespräche. Kannst du mir etwas über deine Schiffe erzählen? Gehen irgendwelche Fremden zu Da Vinci und fragen ihn über Mona Lisa aus? Oha! Oder unterbrechen sie Beethoven in seiner Symphonie? Ja, jetzt geht's aber. Frag Gia oder Philippe. Jetzt aber hier, vergleich dich mit Beethoven hier. Was ist denn das? Klingt, als wärst du ein hohes Tier. Oh ja, ich bin Gladys Coffin. Chefarchitektin von Trident. Mhm. Wenn du sonst noch Fragen hast, mach bitte schnell. Aber schnell. Du erscheinst ganz schön selbstverliebt.
Du bist also berühmt. Was machst du genau? Ja, Beethoven, weißt du? Wer weiß schon, wer das ist hier? Vergleich dich da einfach mit sowas. Beethoven-Symphonie, oh mein Gott. Pass auf. Wenn du über die maximale Kapazität des Astra oder anderes reden möchtest, ja, frag Gia. Ich entwerfe die Zukunft. Neue okay. Höhen, the zu future denen wir is uns now. Aufschwingen. Beethoven, na klar. Na klar. Immer jeden Tag mit dem Haufen ins Bett rein. Du bist also berühmt. Oho, das ist ja amüsant. Gell? Eleganz mit den strengen technischen Voraussetzungen der Raumfahrt zu vereinen, das ist Kunst, keine Wissenschaft. Beides. Und künstlerisch bin ich sehr begabt. Bin Was? Ich berühmt? Naja, meine Auszeichnungen und Errungenschaften dürften das beantworten. Ja, dann hast du es immer schön warm, Jero. Bitte beende das. Oder also, sag irgendwas. Wenn du meinst, dass du ein Künstler bist, dann könnte ich dir ja ein Ohr abschneiden. Du erscheinst... Herzlichen Glückwunsch zu all den Preisen. Du erscheinst ganz schön selbstverliebt. Tja, zum Glück ist deine Meinung nicht gerade von Belang. Hohoho, Alter. Das, was ist das für eine... Also, herzlichen Glückwunsch zu all den Preisen. Oh, danke. Bitte. Ja, ich habe kürzlich erst meinen zweiten Grand Nova-Preis gewonnen. Das ist zwar eine große Ehre, aber nach so vielen Preisen und Auszeichnungen auch nichts Besonderes mehr. Also, Zeit für Champagner. Champagner? Wie ordinär. Oh mein Gott. Einige Kollegen von mir sind ja voll des Lobes über irgend so eine Sache aus Neon. Ich glaube, es nennt sich Velocity. Velocity. Irgendein Getränk oder Velocity. Eine Speise oder so. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Aber meine Neugier ist auf jeden Fall geweckt. Du Schnell scheinst gerade nichts Besseres zu tun zu haben. Hättest du Lust, mir einen dieser Velocities zu holen? Die Sorte ist egal. Und natürlich würdest du dafür auch entlohnt. Jetzt auf einmal soll ich für sie arbeiten? Bis jetzt war sie so unfreundlich. Ja, für Entlohnung tue ich alles. Ich habe eigentlich gerade Besseres zu tun. Ja, ich quatsch mit ihr. Ah, kann ich fantastisch. Machen. Ich bin gespannt zu sehen, worüber alle so begeistert sind. Okay, Quest von ihr. Deswegen habe ich hier rumgehakt. Ich wollte Quest haben. Ich hätte nie gedacht, dass jemand wie du ein Velocity trinkt. Was auch immer das ist, Euler. In meinem Bereich darf man nicht engstirnig sein. Als Tridents Chefarchitektin, nein, als führende Künstlerin, muss ich mich von allem inspirieren lassen. Vernünftig. Dass du das Lady Grade hast. Ja, Wiedersehen. Und wir stellen uns jetzt alle schön brav das Bett an den Ofen oder wir tun uns basteln einen Ofen ans Bett. Egal wie rum. Oder eher eine Klimaanlage. Bei diesem Wetter. Ey, komm, wir machen nochmal eine Skill. Schau mal, die Andreja ist jetzt unsichtbar die ganze Zeit hier. Die Dateien geschickt, zumindest der Kopf. Wie soll man ihr denn einen Kopfschuss so geben? Siehst du nicht, dass ich versuche... Ja, ich muss erstmal knacken, das Schloss hier. Sorry. Hab zu tun. Warum wurde da wohl abgeschlossen? Du bist verhaftet. Keine falsche Bewegung. Digga. Ich glaube, es wäre klug, sie durchzugehen, bevor du weiterarbeitest. Ist nicht schlimm, weil ich habe das schon geknackt und habe von hinten diese Kiste ausgeräumt. Deswegen habe ich den Skill da gehabt. So, schau mal. Ich habe diese Kiste schon ausgeräumt und über das Luft, über den Luftschacht. Siehst du nicht, dass ich versuche, die Zukunft... Deswegen muss ich das nicht mehr machen jetzt. Was ist denn hier eigentlich? Wenn ich das nicht gemacht... Was ist denn? Also die ist echt cool hier. Damn, ich finde die so sexy, so... Invisibility. Invisibility. Okay. Also ich habe jetzt die Quest fertig, oder? Kehre zur Imogene im Raiju zurück. Ich muss ja eh was für die machen.
Ich musste eh auch was aus Neon kaufen. Von daher passt es ja. Haben wir Schmuggelware dabei? Habe ich irgendwas geklaut aus Versehen? Man weiß ja nie, ob ich irgendwas aus Versehen geklaut habe. Alles. Ja, mein Gott. Oh nein. Ja, okay. Sorry. Dass die Sachen, die ich klaue, immer illegal sind. Können sie sich nicht mal legale Sachen besorgen? Diese Leute heutzutage, ne? Wie kann man nur? Wo sind wir denn? Ach, hier. Wie kann man nur? Fendrich, setzen Sie Kors auf System Aquila in den Bau. Aye, Captain. Bereit, wenn Sie es sind. Machen Sie es so. Energie. Nachdem wir... Captain, der Bau in Sicht. Auf den Schirm. Liest du mir eine gute Nachtgeschichte vor? Eine gute Nachtgeschichte? Kannst du nicht selbst lesen? Gerne. Das sollte ich aber schon lange nicht mehr für dich machen. Und machst du auch lustige Stimmen für die Figuren? So gut. Als ich ab in die Luft. Lustige Stimmen? U-I-U-A, ting-ting, wallabala, bing-bang. U-I-U-A, ting-ting, wallabang, bing-bang. Bau-bau-bau-bau-bau. U-I-U-A, ting-ting, wallabala, bing-bang. Lustiger geht's jetzt gerade nicht, Digi. Kann man die... Ja, nimm mal eine scheiß Schmuggelware, Alter. Es gibt auf der ganzen... Muss ich da Schmuggelware loswerden? Du bist mein Auserwählter. Hier, nimm. Ja. Nimm. 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 Fertig. Wieso hab ich 22 Waffen? Hab ich... Ach, ich hab doch vorhin den Typen da. Diese Waffe, soll ich die behalten? Die ist doch... Also ich weiß nicht, die gefällt mir gar nicht. Ich will auch gar nicht wissen, was die... Weg damit. Weg damit. Kein Bock auf die Waffe. Der Shotgun ist auch Müll. Achso, der hat kein Geld. Wow, was ist denn das da? Klappkolben. Modifizierter Kodama. Ist das nicht auch ein Kodama, was ich da habe? Das ist ein... Achso, Big Bang ist das, okay. Jetzt hat er wieder kein Geld, Alter, der Typ. Aber dann können wir das noch fangen. Auch nicht. Wie viel Inventar habe ich? Ja, ich habe keine Lust jetzt zu warten, 48 Stunden. Wir kommen später wieder, wenn er wieder Geld hat. Die illegalen Sachen sind mal losgeworden. Also, dann reisen wir zurück. Mission. Hier. Setzen Sie Kors auf Neon. Schon wieder in diese scheiß Gegend, Captain? Machen Sie es so. Kors gesetzt, Sir. Energie. Du befindest dich im Freestar-Raum. Geschwindigkeit und Kurs beibehalten. Genau deswegen habe ich die Schmuggelware verkauft. Fertig. Viel Spaß in... Ja, du mich auch. Let's go. Wir müssen landen. Get down on it. Da-da-da-da. Okay, da sind wir. Wir müssen schon. Wir haben zwei Quests. Einmal müssen wir für sie irgendwas zum Saufen oder zum Essen holen. Ich dachte schon, ich muss dieses Ding transportieren. Dieses, ich hab schon vergessen, wie das heißt. Diese Droge da. Von der alle gesprochen hatten. Operations. Immerhin habe ich die Quest fertig. Ich habe die Sachen geklaut. Und sie haben mich nicht bemerkt, weil ich im Lüftungsschacht war. Kriegen eigentlich die NPCs wieder Geld nach einer Zeit? Anscheinend nicht. Hast du das bemerkt, Jero? Kannst du eine Person zweimal ausrauben? Also, dass sie wieder Credits haben? So, lass uns raiden. Ah, genau dich wollte ich sehen. Ja, hast ja, du klar, den Bauplan? Hallo. Ich habe es jetzt probiert, aber... hatten nichts, nur, also andere Sachen, aber kein Geld.
Was geschieht jetzt mit dem Baupläne? Gegenstand geben. Diese Frage grenzt an eine Beleidigung. Gegenstand geben, ja. Und Tyrion ahnt nichts. Und so soll es auch bleiben. Bring das bitte zu Wiener, damit sie die Rückentwicklung einleiten kann. Zu Wiener? Oh. Aber erst will Ularu mit dir sprechen. Ihr Büro ist in der Chefetage. Ich habe deine Sicherheitsfreigabe erhöht, damit du da reinkommst. Sag ihrer Assistentin Maeve, dass du einen Termin hast. Ich komme bald nach, falls du dich verläufst. Vielen Dank. Medipack und Credits hinzugefügt. Immer in Form bleiben. Moment. Wo ist denn das Ding von ihr da? Der wahre, der Mutter der wahren Größe. Hol eine Velocity für Gladys Coffin. Okay. Das soll hier sein. Ist wieder der Konferenzraum offen oder was? Imogen und Yuko haben die Namen. So, schauen wir mal hier in die Lobby. Ein Velocity holen. Wo kenne ich denn den Begriff Velocity? Was für ein Spiel war denn das? Das ist einfach ein Begriff, den man eh kennt. Wenn du dich fragst, was hier so stinkt, das ist... Wir gehen mal nach Appside und... Jui! Appside ist komplett vor die Hunde gegangen. Viel zu gefährlich für Touristen. Energie. Ah ja, hier ist das. Die konnte ich noch nicht geklauen bis jetzt. Madame Sauvage. Hi. Nimm dir einen Stuhl und trink was. Darf ich etwas von der Bar bestellen? Du musst einfach nur fragen. Okay. Mit V. Welchen denn? Welchen wollte sie denn? Welche Farbe? Ich weiß es nicht. Steht es in der Beschreibung? Scheiße, warte. Ich glaube irgendeinen, oder? Hole einen Velocity für Gladys Coffin. Ja, okay, ist egal anscheinend. Hoffentlich machst du hier keinen. Wenn dir was zusagt. Ich werde nur alles klauen. Velocity. Für sie nehmen wir Violet, die Dame. Einen. Bestätigen. Ist das jetzt nicht, hat nicht geklappt? Hole eine Velocity für Gladys Coffin. Gladys Coffin möchte, dass ich hier eine Velocity von Madame Savage in Neon hole. Ganz egal, welche Geschmacksrichtung. Ja, habe ich gemacht und es hat nicht gezählt. Es ist hier. Starkes alkoholisches Getränk. Plus 12 Überzeugungschance, Schadenresistenz und O2. Okay. Okay, also die Quest ist ja eh nicht mehr da. Es passt ja, schau mal. Hat doch gezählt. Also das ist ja nicht mehr hier, dieses Teil. Gut, wo muss ich sein? Triff dich mit Ularu Chen. Wo ist das? Kurs festlegen. Achso, das ist eh hier. Okay. Entschuldigung, ja, da muss ich wieder reinrennen. Kann doch auch. So, ganze Immersion weg. Aber hey, bei Enterprise kann man die auch biegen. Captain, ich muss kacken. Beamen Sie mich schneller auf die Toilette. Jetzt schnell, es kommt Scheißerei. Energie. Zu spät. Die Scheiße ist schon draußen. Aber danke für den Versuch.
Captain, Captain, ich muss scheißen, ich muss scheißen. Captain, Captain. Ich glaube, sowas Stressiges habe ich noch nie erlebt. Aber du hast echt gerockt. Genevieve schien Interesse zu haben. Es sagt schon etwas aus, nicht wahr? Dass die Manager alle anderen physisch unter sich haben wollen. Das könnte das wichtigste Meeting meiner Karriere sein. Meinst du? Soll ich dir Geld klauen? Damit es noch wichtiger ist? Oh, oh. Oha, oha, du kommst mir nicht in die Quere. Und hat sie denn nicht. Was? 1048, oha, warte. Muss mal probieren. Hat sofort geklappt. Wozu Skill erhöhen, Digga? Das klappt doch eh. 1048, ich hab geil. Dich im Blick. Die hab ich gesehen, schon, wie du mich im Blick hast. Kunden hier wohlfühlen. In den Sperrzonen hast du nichts verloren. Ja, ja, bla. Aber pass auf, dass ich nicht, dich auch noch beklaue und du merkst es gar nicht hier. Mavi Zalini. Servus, was geht? Name und Termin. Also, wenn du mir jetzt keine 100 Euro geben kannst, sage ich dir gar nichts. Aber ich hab dein Geld. Ja. Das geht dich gar nichts an. Ich werde erwartet. Imogen Salzo schickt mich. Das ist weder der Name noch dein Termin. Wenn du erwartet wirst, darf ich dich nur mit diesen Informationen einlassen. Also nochmal, Name und Termin. Wie geil. Sie gehört zu mir, Maeve. Oha, jetzt. Wir haben einen Termin bei Ularu. Sie müsste uns erwarten. Ist aber trotzdem kein Danke, Name. Imogen, dann trage ich das mal als bestätigt ein. Ularu ist in einem Treffen mit Genevieve. Aber oha, sie müssen bald höher? Fertig sein. Wenn ihr einfach warten wollt. Danke, Maeve. Schneller als gedacht. Warte Ularu auf Lauren ist jetzt Chen. Schon bereit. Ist schon bereit? Ist sie höher oder was? Mach dir keine Ärger. Eine Option. Gott, Ularu, ist das deine Universalantwort? Ich will keine weitere PR-Katastrophe. Ja, Viv, weil du zu gut in deinem Job bist. Wir okay. besprechen die Details später. Mein nächster Termin ist da. Der ist Schön. Schon da. Aber du darfst das bei unserem nächsten Meeting aus dem Weg. Alexis sagen. Triff dich mit Ularu. Shen. Ich nicht losreden, ich muss dich... Ah, fuck, ja wollte ich das beklauen. Ich habe schon sehr viel von dir gehört. Ich bin Ularu Chen, Head Weiß of Operations ich. Hier bei Ryujin. Also, wie gefällt dir dein neuer Job bisher denn so? Naja, Dieb. Der Job ist genau meine Kragenweite. Tja, es ist eben ein Job. Ein absoluter Traumjob. Ich bin begeistert, so ein Schmarrn. Legale Arbeit wäre mir lieber, auch Schmarrn. Was beinhaltet das genau? Dieb, der Job ist genau meine Kragenweite. In dem Fall erweist sich unser erster Eindruck von dir als erstaunlich zutreffend. Ja klar. Also, die liebe Genie sagt, du hast die Grundlagen unserer Arbeit Genie? Schon durchlaufen und hattest jedes Mal Erfolg. 5 erfolgreiche Standardaufträge und einen speziellen. Und noch Over. Dazu eine makellose Bilanz. Kein Wunder, dass dich hier oben alle lieben. Ich will jetzt Senior ich werden. Ich habe zufällig einen persönlichen Auftrag für dich. Oh, persönlich? Einen, bei dem du dich mit einem externen Kontakt treffen musst. Okay. Genie scheint zu glauben, dass du das mühelos hinbekommst. Ja, klar, ich Kopfschuss. Sie ist der beste Agent, den ich je angeheuert habe. Oha. Und auch der einzige Agent, den du je angeheuert Oha. Hast. Treffen mit externen Kontakten sind w. nicht immer so bin simpel ich, wie deine w. bisherigen Missionen. Manche sind wankelmütig oder fordernd. Du musst also wissen, wie du mit ihnen umgehst und spontan Entscheidungen treffen. Wir vertrauen Leuten außerhalb des Unternehmens? Ich hatte schon mit allen möglichen Leuten zu tun. Ich weiß, wie ich meinen Willen bekomme. Verstanden, das kriege ich hin. Mach einfach so, das passt. Gut, sonst hätten wir hier bei Ryujin wohl auch nicht viel Verwendung für dich. Ich würde nicht ewig da bleiben, meine Liebe. Dein Kontakt ist Simon Rich. Wenn ich irgendwann erschieße, mich verpissen. Er hat angeblich Informationen zu einem neuen Projekt, an dem Infinity Ltd. arbeitet. Er nennt das Projekt einen Game Changer, an dem Ryujin Oha. Sicher besonders Game interessiert Game Changer, gut, wäre. Aber wir bleiben bei Starfield. Er verhandelt also bestimmt nicht wenig. Wir haben ein Budget von bis zu 1000 Credits dafür. So Handle viel? Ihn möglichst weit runter. Sollte ich noch irgendwas Bestimmtes über Simon wissen? Simon arbeitet seit Jahren für uns und ist daher keine Gefahr für dich. Okay.
Er ist paranoid und wurde wohl deshalb nie gefasst. Paranoid. Aber seine Informationen sind es normalerweise wert. Simon überprüft deine Identität über einen geheimen Losungssatz. Die Details bekommst du von Genie. Das ganze Konzept ist unter meiner Würde. Dann blinzelt Simon die ist zu ganz mir. Sportverrückt und redet bei jeder Gelegenheit darüber. Irgendwann sagt er beiläufig, sieht aus, als wären die Galactic Raiders dieses Jahr haushoher Favorit auf die Universal Championship. Du antwortest darauf, Razor Derby ist der einzig wahre Sport. Klar? Razor Derby ist der einzig wahre Sport. Alles klar. Was ist Razor Derby? Laut Simon Ritschek der einzig wahre Sport in der ganzen Gute Galaxie. Antwort. Aber wenn du mehr über Sport wissen willst, frag ihn. Oh. Ich sehe mir zur Unterhaltung lieber einen guten Scheiße, Film den an. Deckel hält, ey. Sport vom Sofa Beste. Wer sind die Galactic Raiders? Könnten die nicht Galactic Twix heißen? Sonst ändert sich nix. Ein extrem schlechtes Badball-Team. Ein Gurkentrupp. Bevor die jemals die Universal Championship gewinnen, wird Aurora außerhalb von Neon legalisiert. Aber Simon hasst Badball, weshalb er sich diese Antwort als Losung ausgedacht hat. Dumm, aber von mir aus. Klingt sympathisch. Jetzt wissen wir, welchen Geschmack unser neuester Agent hat. Tja. Ja, das macht die Sache etwas interessanter. Klingt sympathisch, Zum man Glück kann sich ist unterhalten. Er dann komplett pedantisch. Aber wir ärgern ihn manchmal ganz gern. Du musst nach Cydonia fliegen, um dich mit ihm zu treffen. Okay. Such ihn über den Lux Condos auf der Plaza. Du hast die Dame sehr gelobt, Genie. Hoffentlich lässt sie dich nicht schlecht aussehen. Jetzt entschuldige mich bitte. Kopfschuss gibt es und dann ist alles erledigt. Vielen Dank für das Vertrauen. Erstmal speichern und versuchen zu beklauen. Da ist ein Safe, Alter. Yo. Die hat 1200. Hast du das bei mir auch schon versucht? Hat einfach geklappt, Alter. Wer skillt Sehe den Scheiß, aus, wenn's klappt? Wie Imogen? Easy. Easy, Diggi. First try. Aber don't try this at home. Mhm. So, erstmal die ganze Chefetage beklaut hier. Wenn der Deal platzt, war's das mit meiner Karriere. Komm ja wieder weg von da. Get down on it. Wie schaut's denn aus? Müssen wir hier weg oder ist das Reise nach... Warte, habe ich wieder Schmuggelware deswegen? Ja, Oh Mann. Ja, es ist ja... Also, warum, wenn ich etwas stehle... Zählt es als Klauware? Dabei war doch kein Clown in der Nähe. Verstehe ich nicht. Ich habe das nicht geklaunt. Ich habe das nur. Also, macht gar keinen Sinn. Das macht gar keinen Sinn. Ich hoffe, ich komme da durch ohne Probleme. Energie. So, ja, ich wollte speichern, aber. Wir kommen schon an, oder? Cora Crow, wenn ich das nächste Mal in deinem Zimmer bin, ist es aufgeräumt. Okay, Papa. Ist ja gut, ist ja Nichts gut. Nichts mehr zu versprochen. Du machst das gleich, verstanden? Versprochen wird gebrochen. Na gut, okay, ich mach's. Hast du neue Bücher für mich? Muss es extra dahin fliegen, aber ich kann mich hin und her porten, das geht schon. Immer noch nervös. Oh, das war jetzt knapp. Doch meine beste Freunde. Oh, jetzt und... Ich bin ein Kratzer. Ja, ich bin Profi. Captain, benötigen Sie meine Hilfe? Hat der jetzt noch Geld? Schön, dich zu sehen. Ja, natürlich. 100, oh Mann. Ja, aber ist okay, dann können wir gleich beides machen. Ich dachte echt, dass hier ein bisschen mehr Action geboten ist. Ist denn nicht viel Zeit vergangen oder was zwischen dem Ganzen, was ich da gemacht habe? Und ich muss pennen von der nächsten Quest, damit ich wieder mehr XP kriege. Ich bin ja gespannt, wann Andreja und ich irgendwann mal hier weiterkommen. Hast du gelesen, Jeroka? Oder gesehen?
In Baldur's Gate war es am Anfang ziemlich einfach, jemanden zu beschwichtigen. Die gingen halt sehr, sehr schnell ins Bett. Das war ein Fehler. Das werden sie bei den nächsten Patches fixen. Schade, ich fand's geil. Mir hat's gefallen. Die wollten allen nach dem ersten Hallo schon direkt Ramba, Zamba, Ficky, also ruhuhu. Hätten sie drin lassen können. Aber sie wollen es, dass man es so wie in echt hat, dass man so ein bisschen sich kennenlernt und so ein Scheiß. In echt ist es ja auch, oder? Hier also draußen variiert ja auch, je nachdem, wie die Leute drauf so sind. Ruhig. Kann ich behilflich sein? Gewiss. Nochmal schlafen oder? Nee, hat gereicht. Gut. Waffen. So, Beowulf, weg. Hab ich immer noch nicht berührt, der Scheiß. Was ist denn das alles hier? Magshot. Beowulf, weg. Okay, das war jetzt echt doof von mir, Alter. Lol. Soll ich laden nochmal? Wann habe ich denn... Ich habe 10.000 jetzt in den Sand gesetzt, aus Versehen. Laden. 37. Ja, das war erst jetzt. Ja, gut, komm. Er speichert ja automatisch nach dem Schlafen, weil ich nicht zu verkaufen ist geswitcht habe. Ist überraschend, oder? Hier draußen am Rand des UC-Raums. Aber es ist einfach so ruhig. Irgendwas zu melden? Hat jetzt auch wieder Geld zum Klauen? Was kann die Handelsaufsicht für dich tun? Das wäre krass, das wäre ein unendlicher Glitch. Da wird's wenn ich irgendwas für dich tun, es gibt auf geben. Der ganzen Station... Man kann nur wieder klauen. Verkaufen, Waffen. So, Equinox, weg. Messer, halt mal noch. Modifizierter Rum, brauchen wir nicht. Modifizierter Kodama, weiß ich nicht. Das ist wieder so ein Scheiß, so ein Magnum-Dings, da will ich nicht. Schnell-Drum-Beat. Gewehr, episch. Achso, das wollte ich ja testen, 200 Feuerrate, habe ich ja schon. Ist da noch ein Messer? Warte mal kurz, machst du mal kurz nach Ding wieder machen hier. So, Rettungsaxt weg. Das kommt weg. Weg. Das weiß ich nicht, was das sein soll. Kodama. Gut, lass mal so. Hier, wieder die Sachen verkaufen. Brauchen wir nicht. Das brauchen wir. 16 Gesundheit. Ja, brauchen wir nicht. Nein. Ich behalte nur, was mich heilt. Von irgendwelchen Krankheiten. Jetzt habe ich zu viel. Oder irgendwas überreden oder so ein Scheiß. Schadensresistenz für 3 Minuten. Das heilt. Überzeugen. Wann nutze ich denn das? Ich weiß doch vorher nicht, aber ich kann es ja dann laden. Das heilt auch. Gesundheit. Das heilt sowieso Medipack. Orangensaft, Wurscht. Auch Bewegungsgeräusche, okay. Ja, egal. Wenn ich es brauche unbedingt, dann kaufe ich es halt. Nicht so viel mitschleppen hier. Das heilt. 1 XP für eine Stunde. Das ist für die andere. Wodka in so einem Sunkis-Dings da, oder wie das Ding heißt. Zitrone. Nein, okay. Habe ich. Anzüge, Rucksäcke. ...14 Waffen habe ich in der Tasche. Alter. Ich brauche noch mehr Shortcuts. Zum Testen. Hilfe. Okay. Achso, warte, stopp. Ich bin bei Munition. Kann man dir irgendwie helfen? Selbstverständlich. Ich habe hier nicht geschaut, weil hier ist Munition. Darauf gehe ich halt nie. Wegen Schmuggelware habe ich ja noch bestimmt. Bin ich wegen der Schmuggelware hergekommen? Ist...
Ach so, wieder verkaufen. Oh Gottes Willen, ja. Jedes Mal. Okay, aber so können wir wieder mal verkaufen Sachen. Okay. Haben wir. Setzen Sie Kurs, was weiß ich wohin, nach Sidonia auf dem Mars im Sollsystem. Oh, okay. Im Sonnensystem, Sollsystem. Gut. Wird schon passen, der Name. Energie. Ist ja gleich um die Ecke. Dies ist ja gleich um die Ecke. Wir scannen jetzt nach Schmuggelware. Ja, habe ich keine mehr, habe ich doch gerade weggeräumt. Erledigt. Willkommen auf dem Mars. Hi. Ist er schon gescannt in Mars? Wir müssen nach Sidonia. Okay, lass uns landen. Lasst uns landen. Lasst uns landen. Hier hat die Menschheit erstmals nach den Sternen gegriffen. Interessant, nicht wahr? Ja. Finde ich sehr interessant. Ah, Sidonia. Sidonia. Oh, Sidonia. Ui. Im Grunde kontrollieren die Miner die Route. Oh, wie ist denn die Schwerkraft hier auf dem Mars? Ach, wie, schauen wir es mal an im Vergleich zur Erde. Mars. 0,38 G? Das muss ja in echt auch so sein, oder? Wenn die es hier im Spiel so machen? Glaubst du, es gibt Menschen, die gerne hier leben? Ich denke nicht. Krass. Sidonia ist so ein Drecksloch. Kann ich dich erst beklauen? Mit Schnellspeichern? Langfinger? 1000? UC Security! Halt! Ja, sofort. Sorry, du siehst mich ja, weil ich vor dir stehe, dass ich meine Hand in deine Hose tue und so mach. Geld klaue natürlich im Spiel. Sorry. Don't look at me. Hat geklappt. Ich will endlich hier weg, verdammt. Hat geklappt, das zweite Mal. Hast du dich verirrt oder willst du nur mit einem arbeitslosen Miner plaudern? Es ergibt sich bestimmt bald was. Miner werden in Sidonia ja immer gebraucht. Ich wollte mir nur mal den Ausblick von hier oben ansehen. Du sahst aus, als könntest du ein paar freundliche Worte gebrauchen. Ja, das erste. Ach, das einzig Gute, worüber man noch reden kann, ist Sport. Apropos, sieht aus, als wären die Galactic Raiders dieses Jahr haushoher Favorit auf die Universal Championship. Razor Derby ist der einzig wahre Sport. Oh, irgendwas mit Razor Derby oder Sport, nee, das erste. So sieht's nämlich aus. Siehste? Hat er schon gehört, dass sie jemand Neuen schicken. Willkommen. Ich habe Informationen das zu einem Deal zwischen Infinity LTD und der Deimos Sternenwerf. Deine Arbeitgeber wären sicher sehr an den Details interessiert. Also erhöhe ich meinen Preis. Teuer, ja. Aber deswegen biete ich auch einen kleinen Auftrag an, wenn du nicht zahlen kannst. Immerhin gibst du offen zu, dass du uns nur ausnehmen willst. Naja, ist doch nett hier. Andreja, vielleicht kann dich ja mein Freund hier überzeugen, nochmal über den Preis nachzudenken. 10.000? Andreja, schau mal, wenn sie spricht, dann mach mal Bock. Nun gut, wenn du uns nicht bald ein vernünftiges Angebot machst, müssen wir uns die Informationen eben mit Gewalt holen. Oha! Ryujin wäre wahrscheinlich nicht sehr erfreut, einen seiner Informanten zu verlieren. Lol, wie geil. Nun, ich arbeite nicht für Ryujin. Geil. Mir ist also egal, was sie Quatsch, denken. Quatsch, sie. Mich interessiert nur ein fairer Preis. Schon gut, ich hab's kapiert. Weiter kann ich aber wirklich nicht runtergehen. Und ich kann nicht mehr überzeugen, jetzt, weil sie geredet hat. Erzähl mir über diesen kleinen Auftrag. Schade. Das wird ich hätte überzeugen gefallen. Für null bekommen. Als Informant lebt man gefährlich, wie du dir denken kannst.
Im Orbit des Saturn gibt es eine Söldnerin, die meinen Namen von ihrer Liste streichen will. Malai Liskova. Schalte sie aus und bring mir ihre Waffe. Dann verzichte ich vielleicht auf meine Gebühr. Warum willst du die Waffe als Beweis? Was hast du damit gemacht? Die Waffe hat für Liskova sentimentalen Wert. Okay. Sie nennt sie Amber und würde sie nie einfach hergeben. Nicht Susi? Sie hat ihr schon ein, zweimal das Leben gerettet. Wenn sie in die Hand eines Feindes fällt, hat sie plötzlich Ladehemmung. Außerdem ist die Dame arbeitslos. Ladehemmungen habe ich noch nicht gehabt. Was wertvoller für sie macht. Aber das ist gut. Wenn ich ihn überzeugt hätte, dann hätte ich die Mission nicht gehabt. Gut, dass Andreja geredet hat. Was kannst du mir über Malai Liskova sagen? Sie ist Solo-Söldnerin, hat früher für Inception Technologies gearbeitet. Ja, verstehe. Aber sie mag ihre Unabhängigkeit, also hat sie sich selbstständig gemacht. Ihre Spezialität ist das Morden. Für den richtigen Preis. Morgen oder Bevor Mord? Du also Gewissensbisse kriegst, du würdest den besiedelten Systemen einen Gefallen tun. Wenn es sein muss, von mir aus. Ich werde niemanden für dich umbringen. Leute finden ist mein Spezialgebiet. Sie ist so gut wie erledigt. Und schon ziehen wir los, um jemanden zu töten? Nun gut. Du tust mir einen riesen Gefallen. Aber du musst dich gut vorbereiten. Tough. Sie ist tough. Malais Schiff ist die Datura. Wie schon gesagt, du findest sie im Orbit um den Saturn. Denk daran, die Waffe als Beweis mitzunehmen. Okay, und die Andreja war zufrieden? Die hat gesagt, nun gut? Gott! Verstehe. Also, wenn Andreja zufrieden ist, dann bin ich's auch. Finde die Datura, okay? Setzen wir direkt den Kurs und gehen dahin. Saturn ist ja nicht weiß, um die Ecke. Ich muss nur hier die Ding auf Antrieb setzen. Sag, was du willst, oder ich schieße. Hallo. Schon besser. Also sag mir, was du hier machst, dann überlege ich, ob ich dein Schiff zerlege oder nicht. Ryosen schickt mich, ich soll dich umbringen. Ich bin hier, weil ich dein Leben retten will. Suchst du einen Mann namens Simon Rycheck? Mach mal das. Ich suche jede Menge Leute, aber keiner davon gibt dich auch nur irgendetwas an. Jetzt aber. Ich bin hier, weil ich dein Leben retten will. Aha. Und vor was? Du bist hier das Einzige, was alle hat es gefallen. Schau mal an. Ich kann Simon Rycheck dazu bringen, die Jagd auf dich abzublasen. Ich soll dich töten, aber ich würde lieber eine alternative Lösung finden. Mich töten? Ich dich töten, alternativ. Wie wär's mit einer Alternative? Ich töte dich, was ich jederzeit tun könnte. Simon wird Ruhe geben, wenn er dich für tot hält. Gib mir deine Waffe, dann löst dich. Als ob dir die Waffe geben würde, euer Spitz. Was ist denn jetzt? Willst du nicht, dass Simon dich in Ruhe lässt? Warum hat er denn so einen Hass auf dich? Ist das jetzt hier eine Therapiestunde? Geht dich nichts an. Wie geil. Okay. Es wäre schon schön, mal abschalten zu können. Simon wird dich in Ruhe lassen, wenn er dich für tot hält. Kann sein. Aber wie willst du das anstellen? Ich habe nämlich vor, am Leben zu bleiben. Gibst du Waffe? Simon will deine Waffe als Beweis, wenn dort. Kannst du eine Weile untertauchen? Ja, ich muss halt. Gib mir deine Waffe, dann glaubt er mir jedes Wort. Macht sie eh nicht. Wir werden eh kämpfen müssen. Euda. Er will das, was mein Leben beschützt. Ja, klar, will er das. Er weiß, dass ich nie. Oh. Okay. Du kriegst Amber. Aber du musst an Bord kommen, um sie zu holen. Okay. Mir passiert nichts, versprochen. Falls dich das beruhigt. Ja, gut, dann docken wir mal an. Ich glaube, das ist eine Falle.
Also, I believe it's a trap. Solide angedockt. Ja, solide speichern könnte man auch jetzt. Ich glaube, es ist ein Trap. Hol mal die Waffe raus, Alter. Okay. Mit der Ruhe mach nicht alles kaputt, Andreja. Luke öffnen. Okay, Atem anhalten. Ich bin mir ja nicht sicher. Aber so ist es ja. Ich würde die töten und das Schiff nehmen, oder? Scheiß auf Amber, ich will ihr Schiff. Hi. Oh, das ist eine ganz liebe anscheinend. Guck mal. Die schaut gar nicht so böse aus, wie sie ist. Hallo. Simon hat wirklich jemanden gefunden, der sich ja traut, mich zu jagen. It's eigentlich me. Kein Wunder, dass er Amber als Beweis für meinen Tod will. Er weiß, ich würde sie nie hergeben. Ja. Was läuft denn zwischen dir und Simon? Da scheint mehr dahinter zu stecken. Wir waren Therapiestunde. Bis der What? Feigling mich verraten hat. Oha. Was er sicher bereut, nachdem ich den Anschlag überlebt habe. Und jetzt erpresse Ui. Ich ihn und mache ihm das Leben zur Hölle. Oha. Wenn Simon also sagt, dass ich ihn tot sehen will, ist das gelogen. Ich okay. will ihn lebend und leidend. Oh, alles klar. Was ist so besonders an Amber? Als ich Amber kennengelernt habe, war sie auf mich gerichtet. Und ist nach hinten okay. losgegangen und hat oh, den grinsenden Drecksack erledigt. Ah, ja, okay. Ach, sie hat mir unzählige Male das Leben gerettet. Das ist eine In tolle meiner Waffe. Branche stehen wir ständig unter Beschuss, wie du Na, dir klar. denken kannst. Gib mir deine Waffe, ich nehme sie dir ab. Ach, wirklich? Glaubst du wirklich, ich lasse dich auf mein Schiff kommen und gebe sie dir? Ehrlichkeit ist nicht gerade meine Stärke, das hättest du wissen können. Es gibt hier nur eine Wahrheit. Ich hatte die ganze Zeit vor, dich zu töten, sobald du an Bord kommst. Dachte ich mir. Okay. Was machen wir jetzt? Angreifen, viel Glück dabei. Warum hast du dann überhaupt auf mein Signal reagiert und mich an Bord gelassen? Ich mach das Erste. Wenn du lebend aus der Sache rauskommen willst, solltest du deinen Standpunkt nochmal überdenken. Mal gucken, ob ich schaffe, sie zu überzeugen. Ich denke, ich habe mich schon entschieden. Gib mir einfach die Waffe, du willst doch nicht für den Rest deines Lebens auf der Flucht sein. Da ist was dran. Ich habe sowieso schon genug Zielscheiben auf dem Rücken. Ich habe schon Schlimmeres erlebt. Weißt du überhaupt, wie das ausgehen wird? Entscheide dich lieber jetzt, sonst entscheide ich für dich. Ich wäre nicht hinter jemand wie dir her, wenn ich nicht wüsste, dass ich die Oberhand habe. Wow, okay. Ein gutes Argument. Siehste? Wenn du mich gefunden hast, weißt du natürlich, wer ich bin. Und ich weiß nichts über dich. Okay, schön. Ich halte meinen Teil der Abmachung doch ein. Geil. Du kriegst Amber, ich verschwinde. Mach das. Außerdem sehe ich das als rein vorübergehendes Arrangement. Sie What? Hat bisher immer zu mir zurückgefunden. Vielleicht kommt Warum sie wieder, sollte ja. das diesmal anders sein? Amber hinzugefügt. Woher weiß ich, dass ich dir vertrauen kann? Halt einfach deinen Teil der Abmachung ein. Wenn du diesen Deal brichst, bist du tot. Ja, das ist ja nicht egal, was ich sage. Hier. Oh, keine Sorge. Ich sehe das als dringend nötigen, ja sogar verdienten Urlaub. Ich freue mich auf den Neuanfang. Simon hat ausnahmsweise mal gut gewählt. Und jetzt verschwinde. Ich muss eine Identität arrangieren und einen Urlaub planen. Hat zu tun jetzt, siehst du? Kann ich sie nicht erschießen, das Schiff übernehmen? Pilotensitz hinsetzen und wegschütteln. Wie habe ich einfach... Wieso habe ich jetzt... What the fuck? Wieso kann ich jetzt ihr Schiff fliegen? Was habe ich jetzt getan?
Okay, ist, meinst du es noch angedockt oder was? Okay, ich hab das nicht. Das ist immer noch Datura, Razorleaf, Frontier. Das ist die Datura, die ich gerade fliege, oder was? Crew 4. Okay. Heimatschiff anlegen, ha. Datura zum neuen Heimatschiff machen. Razorleaf wird vorübergehend eingelagert. Geht das? Dies ist jetzt dein Heimatschiff. Ich habe das einfach jetzt genommen. Ja? Ich habe da was für dich. Ich muss jetzt aufstehen und verlassen und abheben. Was ist mit der anderen? Ich verstehe gerade das Spiel nicht. Moment, was passiert jetzt?